Für die Bauartenzulassung durch das Eisenbahnbundesamt musste der neue Steuerwagen einer umfangreichen Typenprüfung unterzogen werden. Dazu gehören auch sogenannte Auflaufversuche und das mit bis zu 10 Stundenkilometern. Probefahrt für die Bauartenzulassung. Dazu gehört auch die Auslösung der Notbremse. Wird der Zug in der geforderten Strecke zum Halten kommen? Der Test wurde bestanden und die Zulassung für den neuen Steuerwagen noch am selben Tage erteilt. Der neue Zug ist auf dem Rückweg nach Görlitz. Hier an der alten Blockstelle Rosenhain.